Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich für euch einen elektrischen Treppensteiger. Den möchte ich euch ein bisschen näher vorstellen, und zwar von der Firma Bartels mit der Modell Goral bis 220 Kilo. Und zwar Artikel ND-220. Traglast, wie schon erwähnt, bis 220 Kilo. Der ist insgesamt 38 Kilo schwer, davon 3,15 Kilo die Batterie. Höhe 1,30 Meter, Breite 35 cm und Tiefe 55 cm. Ne? Mit der Klappe, die kann man wieder einklappen und wieder ausklappen. Ausgeklappt kann der Griff hier nochmal nach oben gezogen werden, das zeige ich euch nachher nochmal. Und dann ist er ungefähr 1,80 lang. Dann gibt es eine Klettergeschwindigkeit langsam, ungefähr 25 Stufen die Minute, oder schnell 30 Stufen die Minute. Die Reichweite der Batterie, ca. 1800 bis 2000 Stufen, wenn man davon ausgehen, dass die vierte Etage bis zur vierten Etage hoch und runter 100 Stufen sind, Durchschnitt. Sind das trotzdem wahrscheinlich 20 Lieferungen in den vierten Stock hoch und runter. Also Reichdicke für einen Tag. Reifengröße 30,48 cm und maximale Stufenhöhe sind 21 cm. Batterietyp ist Lithium-Batterie bzw. Ladezeit 3 Stunden. Was haben wir hier noch? Der Arm bzw. ja, den kann man ungefähr noch mal bei 85, insgesamt 1,35, 85 sind ungefähr noch mal 50 cm, kann man den Arm hier noch mal rausziehen. Das gucken wir uns aber nachher noch mal an. Dann drehe ich mal den Wagen. So. Ja, so sieht das hier nochmal aus. Hier haben wir die Batterie. Die Batterie können wir, na, seht ihr das? Ein bisschen höher. So, hier ist die Batterie. Den können wir auch abnehmen. Einfach rechts und links lockern. Hier ist nochmal ein Loch. Wunderbar. Dann habt ihr hier nochmal eine Fassung, jetzt auch ein Gewinde, einfach durchschrauben. Hier ist die Batterie, ist abnehmbar, wunderbar. Und wenn ihr die einschaltet, könnt ihr auch die Ladestandanzeige sehen. Ja, das ist ganz praktisch, in 3 Stunden ist sie voll, das heißt, ihr könnt sie rausnehmen und aufladen, oder ihr lässt sie drinnen und ladet sie so auf. Zack. Nochmal ausschalten und dann könnt ihr die wieder reinschrauben. So, mitgeliefert hat Bartels auch eine vernünftige Bedienungsanleitung. Ja, mit Bildern in Deutsch. Fantastisch. Dann haben wir hier das Netzteil. Die ist dabei. Kann ich euch auch mal zeigen. So. So, das, was ich noch mal richtig klasse finde, Zubehör und Ersatzteile. Hier haben wir die Nylonräder, was ja hier dran ist. Ja, Ersatz 2, 4, 6, 8 Stück. Dann haben wir hier Zurgurt dabei, ja, sogar was richtig Gutes. Dann haben wir hier den Geschwindigkeitsregler, was ich euch oben nochmal zeigen werde, auch nochmal komplett als Ersatzteil. Und dann haben wir hier
hier nochmal, das müsste, sieht so aus, als ob es die Verbindung für einen Akku wäre, auf jeden Fall auch dabei mit Gewinde. Und dann haben wir hier auch nochmal einen Ersatzschalter. Also finde ich richtig klasse, dass sowas gleich mit dabei ist, weil es gibt ja doch Sachen, die man auch selber austauschen kann. Zumindest wenn man vom Fach ist. Ansonsten das natürlich auf jeden Fall jemanden vom Fach ran, wenn mal so ein Schalter ausgetauscht werden muss. So, dann können wir das hier nochmal, wie gesagt, schön verstellen. Das ist natürlich super praktisch. Auch, dass er hier einen Knick hat, natürlich ist super praktisch. Warum? So, das zeige ich euch gleich, beziehungsweise versuche es euch zu erklären. So, hier natürlich nochmal festmachen, wenn ihr verstellt habt. Jetzt könnt ihr hier, wenn ihr einen Kühlschrank habt oder irgendwas anderes, ja, der hoch ist, zum Beispiel 1,80 oder höher, dann ist es gar kein Problem. Dann natürlich festbinden und dann könnt ihr, es ist sehr, sehr bequem, weil der geht dann hier rüber und dann habt ihr hier Platz, ja, und könnt sozusagen greifen und ziehen, weil wenn der jetzt gerade wäre, dann sitzt er auf eurer Hand und durch diesen Knick sitzt er nicht auf eurem Hand und das ist natürlich super praktisch. So, der kommt wieder erstmal runter. Dann gucken wir mal, wie ich euch das am besten so zeigen kann. Dann habt ihr hier den Ein- und Ausschalter. Ja, in der Mitte ist er aus. Hier ist er an auf 1. Das heißt, wenn ihr nach oben geht mit der Karre und wenn ihr nach unten, das, hier ist auch nochmal Symbol 1. Wie gesagt, in der Mitte ist aus. Wenn ich hier eindrücke, dann wieder zurück. So, dann habt ihr hier auf Englisch Fast Slow. Das heißt, nach oben nach rechts ist schnell und nach unten ist langsam. Das heißt, dann könnt ihr schneller und langsamer die Treppen hoch und runter, ja, steigen mit der Karre. So, dann gehe ich mal mit der Kamera ein bisschen runter. Auch hier nochmal ein Stück runter. So, Batterie müsst ihr natürlich auch ein- und ausschalten. Ja, den schalten wir mal ein. Wie gesagt, den habe ich noch nie nicht aufgeladen. Der kam dann so ungefähr bei 50%. So. Damit ihr nur mal seht, wir gehen auch nachher raus. So, das ist jetzt die schnellste Stufe, aber er fängt immer ganz langsam an. Ja, also kein Defekt oder so, das ist gewollt. Damit man sich ein bisschen einbringt und dann. So, dann mache ich mal die langsame Stufe, die langsamste. Er nicht, warum? Und die schnellste Stufe macht er. Ein bisschen langsamer. So, wenn ich aber die langsamste Stufe nehme, dann ist es so wie aus. Jetzt drehe ich mal ein bisschen in die andere Richtung. Aha, also wenn ihr ganz nach links macht, dann ist es sozusagen aus. Das ist natürlich sehr, sehr langsam. Und in der Mitte geht es dann schon besser. Okay. Also nicht nach ganz
links, nach ganz langsam bis zum Ende drehen, so, dann ist er aus. So, dann werde ich mal eine Waschmaschine jetzt festzurren und dann mal hier bei uns hinten mal probieren, wie das mit der Waschmaschine geht. So, jetzt versuche ich das mal. Also ich mache das einmal ohne Gurt. Ja, ihr könnt das natürlich, und es ist immer zu empfehlen, immer mit Gurt bitte erstmal fest. Ich mache hier eine Probe, hier kann nichts passieren. So, ich schalte das Gerät ein auf 2, weil ich ja erstmal runtergehe. Mache die normale Geschwindigkeit in die Mitte. Jetzt probiere ich mal. Also ohne Probleme geht. Bequemer wäre, wenn ich das ein bisschen rausziehe. Und jetzt versuche ich mal wieder nach oben zu kommen. So, hier ist der Knopf, ne? Hier. Geht auch, einwandfrei. So, jetzt versuche ich das Ganze mal ein bisschen. Stellen wir den ein bisschen höher ein, den Griff. Jetzt versuche ich das mal angegurten. So. Ein bisschen länger. Ich hoffe, es ist ein bisschen länger. Mache wieder auf die Stufe 2, also schalte auf 2, weil ich ja runtergehen will. Aha, okay, jetzt wieder zurück. Okay, das heißt, man muss ungefähr 5 cm vor der Stufe stehen bleiben, also ungefähr hier auf Stufe 2 beim Runter und dann noch betätigen. Jeden Fall vorher üben. Auf 1. Geht raus. Hier hinten muss man natürlich drüben drücken, ne? Nach unten, aber das ist okay. Ja, da ist trotzdem ein Gewicht. Trotzdem wirklich vorher üben. Ist gewöhnungsbedürftig. Ein bisschen schneller. Jetzt ein bisschen geübt, jetzt geht es viel besser. Dann müssen wir 20 cm auch nach vorne schieben. Ne? Erstmal runter, nachdem er auf dem Boden ist, ein paar Zentimeter. Wie gesagt, fleißig üben und dann geht's. So, jetzt probiere ich mal alleine ins Auto, in der Karre.
stellen auf die 2. Hat geklappt, wunderbar.